Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Und wie immer, kaum habe ich die Aufnahmen gestartet, ist meine Stimme schon wieder etwas weg. Ich habe ein Foto gemacht in der Zeit, wo ich ein bisschen gelevelt habe. Und wenn ich daran denke, dann blende ich das jetzt ein. Ja, und das Foto zeigen wir jetzt heute dem Vergessen, wenn wir es denn finden, heißt das. Das Vergessen flüchtet mal wieder vor uns. Das Vergessen ist tatsächlich nicht hier. Ah, Moment, da unten, da. Sehr schön. Hier geblieben. Wow, diese Bilder sind so toll, Gameplayerin. Dieser riesige Schädel. Warum habe ich das Gefühl, dass etwas in ihm drin sein muss? Ich habe das gleiche Gefühl. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Genau. Ich habe das Gefühl, dass wir als Kinder darin gespielt haben oder so. Es scheint so, als gäbe es keine Möglichkeit, jetzt reinzukommen. Aber vielleicht eines Tages. Jedenfalls fühle ich mich jetzt viel besser, Gameplayerin. Und im Dorf fühle ich mich auch viel wohler. Ich habe nur eine kleine Bitte. Sag es und ich mache es möglich. Ich habe nachgedacht. Ich liebe es, im dunklen Schloss zu leben. Es passt perfekt zu mir. Aber vielleicht könntest du in deinem Haus einen Platz für mich einrichten, wenn ich dich besuche. Du bist so gut im Dekorieren. Wahrscheinlich hast du am Chaos im dunklen Schloss gemerkt. Ich bin nicht so gut darin. Das ist eine tolle Idee. Wie soll ich es dekorieren? Nun ja, ich fände es toll, wenn du ein paar Möbel verwenden könntest, die zu meinem Stil passen, weißt du? Etwas, das irgendwie ruhig und elegant ist. Was die Farben angeht, nun ja, schwarz und lila natürlich. Wir brauchen ein paar Sitzgelegenheiten und vielleicht etwas Schönes und Künstlerisches, um das Ganze zu verbinden. Super, machen wir es möglich. Du kannst gut zuhören. Ne? Ah, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt sowas habe. Aber ich hoffe mal, ich denke mal. Ja, wer sagt's denn? Wir schauen mal. Wir müssen überhaupt erstmal schauen, ob wir noch irgendwo ein leeres Zimmer finden. Das wird wahrscheinlich das größere Problem werden. 20. Etage dürfte auch voll sein. Moment, wo konnte ich das immer noch mal dran sehen? Da dran. Es gab doch so eine Übersicht. Aber hier ist es leer. Okay, dann nehmen wir einfach die 20. Etage. Egal. Okay, etwas Ruhiges. Ja, das lila Sofa ist doch eigentlich perfekt dafür. So. Elegant. Das ist doch eigentlich auch schon fast perfekt dafür. Was haben wir denn hier noch? Doppelbett aus schwarzem Marmor. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? Großer marmorfarbener Esstisch. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Den stellen wir mal hier. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, wie viel wir wovon haben. Moment. Zwei Sachen, zwei ruhig, elegant, schwarz. Schwarz habe ich gar nichts drin, aber ist okay. Kein Thema. Zweimal lila, einmal Kunstmöbel, einmal Kunst. Zweimal lila, einmal Kunstmöbel, einmal Kunst. Ich habe absolut keine Ahnung, was davon was ist. Die Blumensäule des Biests. Oh nee, das muss ich fürs Biest aufbewahren.
Brückenmalerei passt dazu. Na gut, dann nehmen wir das halt noch. So. Dann. Das wäre jetzt aber auch wieder ein Sofa. Das wäre natürlich doof. Wobei, das ist nochmal lila. Da könnte man... Moment, wie war das jetzt? Rechte Maustaste. Könnte man was einzeln machen. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Einmal noch lila. Ah, super. Okay. Das Fenster hier wäre vielleicht nicht schlecht. Oder eine lila Orchidee. Orchideen sind ja so nicht unbedingt beliebt, ne? Weil sie ja, glaube ich, mit dem Tod im Bunde stehen. Oder wie war das? So, sehr schön. Mache ein Foto von den Raum. Wie soll ich da ein Foto von machen? Aber alles kriege ich davon nicht drauf. So. Moment, das, das. Ah ja, doch, kriege ich doch. So. Und zack. Ja, natürlich guckt die dann so selten dämlich. Ey, sag mal, willst du mich jetzt hier? Nein, will ich eigentlich nicht. So, jetzt aber. Wenigstens mal eins, wo es am Lächeln ist. So, kehre zum Vergessen zurück. Hallo. Ich bin nicht nur Smalltalk, oder? Du hast nicht gut. Du hast einen so schönen Platz für mich in deinem Haus geschaffen, Gameplayerin. Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Du brauchst überhaupt nichts zu sagen. Aber es tut mir leid, aber irgendwie, seitdem ich die Aufnahme gestartet habe, ist mein Hals total zu. Ich wollte nur, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ich glaube, sowohl habe ich mich seit Ewigkeiten nicht mehr gefühlt. Ich bin wirklich froh, dass du nach Dreamlight Valley zurückgekommen bist. Es fühlt sich an, als wäre ein Teil von mir, der mir gefehlt hat, endlich wieder da. Ich fange an, das Gleiche zu fühlen. Wir sehen uns. Ich bin plötzlich ziemlich aufgeregt, das Tal zu erkunden und zu sehen, was ich noch alles finde. Ich denke, selbst ein gewöhnlicher Tag kann irgendwie magisch sein, oder? Oh, da wir gerade von etwas Magischem sprechen. Ich habe eine Überraschung, um dir zu danken. Remi hat mir beigebracht, wie man backt. Ich wollte etwas für uns machen, das wir teilen können. Oder du kannst einfach alles selbst essen. Ich bin noch nicht sehr gut darin, aber ich hoffe, sie schmecken dir. Remi sagt, es ist ein altes Rezept von Mimi. Ach du Schande. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir auch irgendwie. Ach so, ich habe noch das Handy in der Hand. Eine Sache würde ich aber schon gerne noch mal ganz kurz machen. Oh, meinen Hals freikriegen auch, ja. Bevor ich jetzt hier rausgehe, ich habe leider nicht so viel. Teppich, haben wir hier nichts? Doch, da Wand. Aber das sind nur die Sachen, die man an die Wand hängen kann. Ach, da, Tapete. Dann. Sieht jetzt alles nicht so direkt aus, als wäre es für sie gemacht. Einmal drehen. Ja, so richtig toll sieht das Ganze jetzt nicht aus. Aber dann ist es zumindest dunkel. Vielleicht fühlt sie sich dann hier wohler drin, ne? Okay, dann geht es jetzt weiter. Ich schätze, dass die Folge dann dementsprechend auch etwas länger werden wird. Wo konnte man denn? Ach so, bei Erweitert war das, genau. 20. Etage. Genau, da hatte ich nämlich noch Stitch gemacht. Dann hier Reich des Vergessens. So. Zack, damit ich auch weiß, von wem das Ganze gewesen ist. Nein? Obwohl? Nee, wir haben sonst keine andere Aufgabe. Das wollte ich mich noch geguckt haben. Wäre natürlich schön gewesen, wenn ich dann noch eine andere Aufgabe hätte machen können. Aber gut, so müssen wir das Ganze jetzt halt leider zusammen machen. Und dadurch wird die Folge dann halt entsprechend sehr, sehr lange. Ich komme hier gar nicht rein, hallo? Da hinten.
sitzt hier so einsam und verlassen. Mein Freund. Hey, geht es dir gut? Mir geht's gut. Okay, gehen wir der Reaktion auf den Grund. Was bedeutet das? Nun, es liegt in meiner Verantwortung, dass sich hier jeder wie zu Hause fühlt. Bell hat sich schon eingewöhnt und neue Freunde gefunden, aber dich sehen wir fast nie im Tal. Ich wollte nur sicherstellen, dass... Bell ist anders. Sie ist freundlich. Die Menschen mögen sie. Sie wollen, dass ich ein charmanter Prinz bin. Aber sieh mich an. Ich bin das hier. Aber du bist ein Prinz. Was für ein Prinz hat Reißzähne und Klauen? Na, das Biest. Du hast ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl. Wir müssen eindeutig dein Selbstvertrauen stärken. Wie wäre es mit einem Fotoshooting? Foto? Stell dir vor, du lässt dein Porträt malen, aber es passiert sofort. Manchmal machen die Leute schöne Fotos von sich selbst, manchmal von ihrem Essen. Nein, das wäre nichts für mich. Du hattest ein Porträt im Schloss. Ich möchte nicht darüber reden. Komm schon, das wird lustig. Ich kann dir verschiedene Teile des Tals zeigen. Du machst eine lustige Pose und wir machen ein paar Fotos. Später kannst du Belle die Fotos zeigen. Sie weiß, wie ich aussehe. Vielleicht. Aber hat sie gesehen, wie du dich in Pose wirst? Hat sie erlebt, dass du romantische Gedanken teilst? Was? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich werde ich das bereuen, aber gut. Super. Das ist die richtige Einstellung. Sollen wir zusammen dahin gehen? Lass uns abhängen. Ich folge dir. Lass uns eins im Schloss, eins in Remis Restaurant und ein Foto irgendwo machen. Ja. Ich würde sagen, in Remis im Restaurant sind wir gerade schon. Juhu. Oh, scheiße, falsche Taste gedrückt. Man sollte nicht die Leertaste drücken, wenn man... Oh nein, das war gerade so schön. Ich wollte gerade nochmal drücken. Oh komm. Nochmal. Ja? Ja, jetzt hat sie auch noch die Augen zu. Na toll, das nochmal mit der Hand. Tada! Genau das wollte ich haben. Ich weiß, ich gehe euch auf die Nerven, aber wenn schon, denn schon. So, eins in Remis Restaurant haben wir gemacht. Dann brauchen wir eins im Schloss. Komm mal mit. Kommst du jetzt mit? Ja. Eins im Schloss. Schade, dass das nicht vor dem Schloss sein kann, weil hier wäre auch so ein schönes Bild. Dann, komm mal hier hin. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, perfekt. Und jetzt, habe ich das noch drin? Ja. Hallo, Biest. Wäre ganz schön, wenn du dich umdrehst. Hallöchen, Biest. Jetzt dreht er sich um. Moment, Moment, Moment. Ja, nein, er muss runtergucken, runtergucken. Sonst bin ich doch gar nicht drin. Naja, gut. Also ich bin schon drin, aber er ist nicht drin. So. Ja, tada. Der guckt ja ganz cool hier. Wir machen hier ein richtiges Fotoshooting. Okay, jeder Außenbereich im Dorf. Dann lass uns mal wieder rausgehen hier. Jeder Außenbereich. Gucke mal. Das sieht doch schön aus hier. Ja, das ist doch toll. Da siehst du gut drauf aus. Ja. Genau, wirf dich in Pose. Wir machen das schon, mein kleines Biestchen. So. Du hast toll für die Fotos posiert. Du siehst umwerfend darauf aus. Ich sehe aus wie das, was ich bin. Haben die anderen Dorfbewohner gestarrt? Die waren ja gar nicht dabei. Ich hatte das Gefühl, sie haben mich angestarrt. Sie wollten sehen, wer dieser stilvolle Prinz ist, der ein Fotoshooting macht. Stilvoll? Ich passe noch nicht einmal in normale menschliche Kleidung. Wie könnte ich da stilvoll sein? Der Mantel sieht wundervoll aus und hebt deine Augen hervor.
Danke, dass du versuchst zu helfen, Gameplayerin. Es ist schwerer, mit Leuten zu reden, wenn Lumière und Herr von Unruh mich nicht beraten. Schau mich einfach an. Ich sehe eine Person mit einem großen Herzen. Ist das eine Anspielung auf meine Größe? Och, man kann aber auch immer alles falsch verstehen. Nein! Da du deine üblichen Berater nicht hast, gebe ich dir von den anderen Dorfbewohnern einen... Kann ich dir vor den anderen Dorfbewohnern einen Rat geben? Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Wie könnten mir andere helfen, Bell zu verstehen oder... Vertrau mir. Sie werden mehr als glücklich, einen anderen Dorfbewohner zu helfen. Ich denke, das ist möglich. Warum versuchen wir es nicht mit Mickey? Minnie und er haben eine wirklich gute Beziehung und unterstützen sich aber auch gegenseitig beim Verfolgen der eigenen Interessen. Minnie war eine Zeit lang in einer ganz anderen Dimension, aber es geht ihnen immer noch gut. Mickey ist ziemlich klein. Meinst du nicht, er wird sich vor mir fürchten? Niemals. Mickey ist wirklich nett. Er wird sich riesig freuen, wenn er dir helfen kann. Und was ist mit Mirabelle? Sie kommt aus einer ziemlich großen Familie. Ich wette, sie kann dir sagen, was bei ihnen funktioniert. Ich verstehe nicht, wie mir das helfen soll, aber ich möchte es versuchen. Okay. Moment, erstmal Fotokamera wegmachen. So. Dann stehen hier die Löwen ganz doof rum. Die sind ja lustig. Ja, Simba. Achso, wo ist Mickey eigentlich? Ich laufe so schön. Der ist gerade am Einkaufen. Nee, der steht hier draußen. Hi, Mickey. Na, ich hasse es, wenn ich dann Blumen pflücke. Mickey, ich habe mich gefragt, ob du mir und dem Biest bei etwas helfen könntest. Sicher, Gameplayerin. Ich helfe gerne. Was hast du auf dem Herzen? Also, das Biest versucht, an der Beziehung mit Belle zu arbeiten. Könntest du uns einige Tipps geben, wie Minnie und du eure Beziehung so eng haltet? Aber euch gleichzeitig genug Raum gebt, damit jeder sich selbst treu bleibt? Wow, das ist eine gute Frage. Eine Sache, die wir oft machen, ist, dass wir uns abends verabreden, damit wir zusammen sein können. Nur wir beide. Oh, der klassische Ausgehabend. Yep. Wenn wir eine Woche haben, in der wir uns nicht viel zusammen unternehmen konnten, stellen wir sicher, dass wir uns treffen und uns erzählen, was wir so gemacht haben. Wir sind schon lange ein Paar, aber wir wollen immer wieder neue Dinge übereinander lernen. Danke, Mickey. Das ist ein toller Ratschlag für das Biest. Oh! Immer doch, Gameplayerin. Bis bald. Bis bald. Sie wäre doch eigentlich perfekt, ne? Anna hat sich doch mit alles und jeden angefreundet. Es sind so viele Leute hier. Das bin ich nicht gewohnt. Haben die anderen Dorfbewohner etwas zu meiner Situation gesagt? Ich frage noch herum, aber ich werde dir Bescheid sagen. Ach so, ich muss erst mit den... okay. Ich dachte, ich kann jetzt direkt danach... Das darf ich offenbar nicht. Da oben hat man nichts, um hinzureisen. Hallo, Beast, wo bist du? Mirabelle, ich hoffe für dich, dass du nicht abgehauen bist. Ja, hi, Haus. Ach, er ist schon hier. Ja, dann. Aha. Mirabelle, könnte ich dich um deine Meinung fragen? Natürlich, was ist los, Gameplayerin? Das Biest versucht, an der Beziehung mit Belle zu arbeiten. Da du mir gesagt hast, dass es so viele gute Beziehungen in der Familie Madrigal gibt, dachte ich, könnten wir dich fragen, womit man eine Romanze lebendig hält. Wow, ich schätze, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Meine Eltern, Julietta und Augustin, haben eine fantastische Beziehung. Ernsthaft, deine Eltern? Ja, wer denn sonst? Das ist so süß. Das sind sie wirklich. Sie sind schon seit einer Ewigkeit zusammen und es ist ganz klar, dass sie einander extrem lieben. Was hilft ihnen, den Funken am Glühen zu halten? Ganz eindeutig Essen. Oh, deine Mutter macht magisches Essen, nicht wahr? Ja! Genau! Sie kann Leute mit ihrem Essen heilen. Ah. Aber auch wenn niemand verletzt ist, ist ihr Essen einfach nur fantastisch.
Manchmal beißt Papi ein Bissen einer Arepa ab und schmilzt dahin. Ich glaube, ihre Liebe zueinander macht das Essen nur noch besser. Hä? Hilft das? Oh ja, danke Mirabel. Adios! Adios, muchachos. Okay, ich habe ein paar tolle Vorschläge von Miki und Mirabel bekommen. Ich weiß nicht. Bell ist nicht irgendjemand. Werden ihre Vorschläge für sie sinnvoll sein? Das ist hinreißend romantisch. das ist hinreißend romantisch. Das habe ich nicht. Vergiss es. Sag mir einfach, was Miki und Mirabel gesagt haben. Miki meinte, Mini und er verabreden sich, um gemeinsame Abende zu verbringen und einander immer besser kennenzulernen. Das ist eine wirklich gute Idee. Mirabel hat gesagt, dass es Personen zusammenbringt, wenn man sein Essen teilt. Wie kombinieren wir diese Ideen? Wieso kombinieren wir nicht diese Ideen? Ich möchte Bell nahe sein. Na gut, ich werde es versuchen. Du wirst sehen, dass alles okay wird. Der erste Schritt ist, dass wir zu Herrn Duck gehen. Wir müssen sicherstellen, dass alles, was wir als Dekoration haben, eine romantische Stimmung erzeugt. Es geht noch weiter. Einmal zu Herrn Duck. Bitteschön, dankeschön. Wir brauchen einen romantischen Tisch. Kriegen wir den umsonst oder muss ich den wieder mal bezahlen? Oh, ich bin wieder... Ach, das ist doch doof. Hallo. Ratatouille. War das nicht mit dem... mit dem Punkt? Waren das nicht die Sachen, die ich schon hatte? Jetzt bin ich wieder total verwirrt. Och, Leute. Aber ich habe dieses ein eine Schurke doch noch nicht und seine gehabt. Reichtümer werden bald getrennt, weißt ja, du? Ja, ja. Hallo. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Das habe ich aber doch noch nicht gehabt. Ja. Also es tut mir leid, ich muss mal eben meinen kleinen Shoppingfieber wieder nachgeben. Was zur Hölle ist das denn? Das habe ich Hallo. Garantiert noch nicht gehabt, oder? Ja, ich habe es wieder total vergessen, was jetzt mit Punkt und was jetzt ohne Punkt war. Und die Schöne und das Biest, das kann ich eigentlich noch nicht gehabt haben, weil die Schöne und das Biest sind ja gerade erst... angekommen. Hallo. König der Löwen. Da bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass ich das noch nicht hatte. Die Haare sehen ja schlimm aus. Aber irgendwie möchte ich sie trotzdem haben. Ich nehme sie einfach mal mit. Moment, halt. Was wollten wir denn jetzt? Bestelle romantischer Tisch zum Abendessen, genau. Ich würde gerne... Ja, ich kann das nicht per Quest machen. Ich würde gerne... einige Dinge bestellen. Wonach suchst du? Möbel. Ah, okay. Oh, das ist aber wirklich ein romantischer Tisch hier. Jetzt muss ich dem ja auch noch für 5000 den Tisch kaufen, oder was? Hallo? Kann ich den denn wenigstens behalten danach? Auf Wiedersehen. So, setze dich mit dem Biest wegen dem romantischen Date in... Achso, mit dem Reden einfach nur. So, bitteschön. Den Tisch kannst du direkt mitnehmen. Kannst du selber aufstellen. Biest, ich habe einige Einrichtungsgegenstände. Wir sind auf dem besten Weg, Bell einen magischen Abend zu bescheren. Ich weiß nicht, Gameplayerin. Was ist, wenn das keine gute Idee ist? Willst du damit sagen, ich hätte schlechte Ideen? Nein. Es ist meine Schuld, dass ich dem zugestimmt habe. Und wenn Bell schon etwas geplant hat? Was ist, wenn ihr das Essen nicht schmeckt? Was ist, wenn sie sich geändert hat, seit wir hier sind? Sie hat neue Dinge gelernt, neue Träume entdeckt, während ich immer noch ich bin. Biest, du drehst dich im Kreis. Liegt dir etwas an Bell? Natürlich! Dann lade sie einfach zum Essen ein. Wenn sie will, wird sie kommen. Ich denke, das ergibt Sinn. Noch eine letzte Frage. Wo sollen wir das aufstellen? Bitte hilf mir. Da muss ich mal drüber nachdenken. Es gibt so viele Möglichkeiten im Tal. Vielleicht irgendwo im Freien? Ja, drinnen geht ja schlecht. Irgendwo,
wo wir auf den Horizont blicken und über unsere gemeinsame Zeit nachdenken können, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Jetzt denkst du mit dem Herzen. Jetzt geh dich frisch machen, kämm dein Fell und versuch dich zu entspannen, bis es soweit ist, okay? Nun, welche Gerichte mag Belle besonders gerne? Nun ja, ich kenne ein paar Gerichte, um deren Zubereitung Belle meinen Küchenchef oft gebeten hat. Hier sind die Rezepte, weil man die ja immer direkt mit in der Tasche führt. Für manche muss man Besteck benutzen, was mir schwer fällt. Aber ich will es versuchen. Diese Rezepte sind perfekt für eine Verabredung zum Essen. Mach dir keine Sorgen wegen der Zubereitung. Ich sorge dafür, dass alles vorbereitet ist, wenn du dich mit Belle triffst. Wenn das Wetter es zulässt, können wir uns am Abend wieder draußen treffen. Also gut. Ich werde gehen und machen, was du vorgeschlagen hast. Ich versuche, mich zu entspannen. Danke, Gameplayerin. Sie gehabt dich wohl. Ja, gehabt dich auch wohl. Lass mich mal durch hier. So, oh Gott. Moment, wir müssen jetzt erstmal... Koche graues Zeug? Echt jetzt? Oh mein Gott, okay. Rezept für graues Zeug, na gut. Ob man da aber so positiv reinblicken soll, ich bin mir nicht sicher. Okay, also ich muss auf jeden Fall erstmal die Sachen herstellen. Schade, dass es das Schloss hier nicht in Pink gab. Das wäre richtig geil gewesen. Ich muss zur zweiten. Und ich brauche erstmal zweimal Gemüsesuppe und zweimal graues Zeug. Ich weiß nicht, wo das jetzt drin ist. Ja, zweimal Gemüsesuppe. Ach ja, man kann ja immer noch nirgendwo draufklicken, dass man das Ganze zweimal haben möchte. So. Aber ich wollte eigentlich kein Mais nehmen. Naja, das ist jetzt auch egal. Ich wollte eigentlich Karotten nehmen, von denen habe ich sowieso so viel. Was war denn das jetzt? Sowieso Zeug. Graues Zeug, ne? Graues Zeug hier. Hatten wir das zweimal oder einmal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, zweimal. Okay. Nehmen wir das nochmal eben schnell. Zack. So, zweimal, also einmal noch graues Zeug und Nudeln mit Meeresfrüchten zweimal. Einmal graues Zeug noch. Und zweimal Nudeln mit Meeresfrüchten. Aber das ist, habe ich jetzt gerade gesehen, dass ich jetzt endlich verstanden habe, was das hier heißt. Das heißt nämlich, das sind die Sachen, die wir in der Quest haben. Haha. Gut, dass mir das auch mal auffällt. Oh, nicht der. Nein. Irgendein Fisch heißt das doch, oder? Oder muss das eine Krabbe sein? Weil dieses Weihnachtsding will ich jetzt nicht unbedingt abgeben. Was ist denn das? Tintenfisch. Ja, dann reicht wahrscheinlich jeder normale Fisch, oder? Ich versuche mal... Ja, ich weiß, ich habe vergessen, dass man den da reinmachen muss. Und das war ein Fischbrötchen. Okay, jetzt sag mir bitte nicht, ich muss unbedingt diesen einen Fisch haben. Weil dann kann ich keine zwei daraus machen. Oh, das ist doch ätzend. Wenn ich den jemals für irgendwas nochmal brauchen sollte, ne? Ah, ich hätte doch die Muscheln... Oh, ich hab's gewusst. Ich sollte besser aufpassen. Warte bis nach Sonnenuntergang in einer Nacht mit sternklaren Himmel. Ja, heißt das, dass wir jetzt die Quest gar nicht weitermachen können? Oder wird's jetzt dunkel? Ich weiß es ja nicht. Nicht wirklich. Kann ich denn schon mal das Ganze aufstellen eigentlich? Habe ich das schon da?
Auch nicht so, wie es aussieht, ne? Sonst würde ja die Quest angezeigt werden. Ja, ihr Lieben, dann tut es mir leid. Dann müssen wir hier tatsächlich erstmal noch warten und kommen jetzt hier nicht weiter. Das heißt, ich würde dann erstmal die Quest mit Bell noch dazwischen schieben. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann eventuell... Ja. Ich weiß auch nicht, wann nach Sonnenuntergang ist. Wenn ich natürlich jetzt wirklich in der realen Zeit bis abends warten muss, dann kann ich das erstmal nicht machen, weil wir nämlich jetzt gerade mittags haben, beziehungsweise nachmittags. Da müssen wir dann so ein bisschen nachgucken, ob es die reale Zeit ist, die gemeint ist, oder ob das dann hier sich einfach nach einer Weile verdunkelt oder so, was ich allerdings ehrlich gesagt jetzt nicht glaube. Naja, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann in der nächsten Folge erstmal die nächste Quest mit Bell. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.